Yo, meine lieben Jabrowies, und heute zeige ich euch das neueste, coolste Free-Item, das Roblox für all die Weeps unter euch zu bieten hat. Und zwar den Gems Company Hoodie. Das ist einfach ein Roblox-Hoodie. Bisschen seltsam mit der Kapuze, keine Ahnung, wie das dann am Charakter aussieht. Mit ganz vielen, ja, Chibi-Faces drauf, würde ich mal vermuten. Ich habe keine Ahnung, ob man die irgendwoher kennt. Das Ganze gehört der Gems Company. Und um dieses Item zu bekommen, müsst ihr in Fluchtlaufkopf reingehen. Naja, ich würde sagen, dann auf geht's, oder? Wir joinen einfach mal rein in Fluchtlaufkopf. Ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr müsst nur in die Videobeschreibung gucken. Klickt auf den Link. Kommt zu dem Spiel und joint dann, wenn ihr in dem Spiel drin seid, dann seht ihr hier Gems Company Special Stage bis zum 28.05. um 15 Uhr JST, vielleicht japanische Time, ich weiß es nicht, was JST ist, aber auf jeden Fall bis zum 28.05. da gehen wir rein, um teilzunehmen an diesem super coolen Event. Hier sind dann überall solche Anime-Pub-Aufsteller, kennt ihr die? Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr irgendeinen davon kennt, ich habe gar keine Ahnung. Ja, wir hüpfen hier einfach runter und dürfen auf jeden Fall jetzt nicht erwischt werden von den netten Ladies hier, die einen natürlich alle haben wollen, weil, schaut mich an, ich sehe wunderbar aus, oder? Jeder will mich haben. Das Schöne ist, hier gibt es Checkpoints, ihr springt drauf, dann habt ihr einen Checkpoint und dann geht's einfach weiter mit dem Gezocke. Einfach schön an allen vorbeilaufen. Und es ist ziemlich einfach, weil man ist schneller als die. Kann dann immer so ein bisschen zickzack um sie rumlaufen. Im Zweifelsfall springen, um nicht erwischt zu werden. Und einfach so dieses Labyrinth abschließen. Es ist ziemlich simpel, das Labyrinth. Also ich habe mich bis jetzt noch nicht verlaufen, wie ihr seht. Es kann natürlich noch passieren, aber es gibt nicht viele Abzweigungen. Ich glaube, es gibt nicht viele Möglichkeiten, das falsch zu machen. Ich laufe einfach mal hier lang. So. Und dann müsste ich doch jetzt bald schon da sein. Das da vorne sieht ja nicht nach einer, nach einer Sackgasse aus. Das ist sehr gut. Sackgasse wäre jetzt blöd gewesen. Hier haben wir den nächsten Checkpoint. Blub. Und gehen wir einfach hoch. Da stehen auch mal Pfeile, wo man lang muss, wenn man bei einem Checkpoint ist. Damit man, falls man respawnt, auch weiß, wo es hingeht. Ah, Gott. Kommt mir nicht zu nahe, Ladies. Ich weiß, ich sehe schön aus. Aber dieser Mann gehört euch nicht. Und wir sind beim Ziel angekommen. Und kriegen dann gleich zwei Abzeichen und eins dieser Abzeichen gibt uns dann diesen Hoodie. Den muss ich natürlich sofort anprobieren und meinen lausigen alten Orangen-Hoodie hier ersetzen. Also gehen wir jetzt nochmal hier auf den Gems Company Hoodie, aktualisieren die Seite. Item in Besitz, perfekt. Ich brauche gar nicht auf Anprobieren gehen, ich mache das direkt in Roblox. Auf Kleidung, Überbekleidung und ich finde ihn hier nicht. Sag mir nicht, dass es bei den... Er ist bei den Oberteilen, ja lol. Also ein Hoodie sollte eigentlich schon Überbekleidung sein. Aber okay, jetzt trage ich ihn. Und sehe ich nicht fantastisch aus? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ich aussehe auf einer Skala von 1 bis 10. Ach und sorry, dass das Video so lange gebraucht hat. Ich musste eben noch arbeiten. Ciao!